Nächte sind kurz. Drum hängt mir hier kein Hofbräuhaus. Das ist der Schwaberschnupf. Droht war hoch und aus. Stuttgarter Nächte sind geil. Wegen unserem Dreifarbenhaus. Nach Schäftschluss gibt's Langweil. Eigentlich zwei alte Frauen, zumindest im Image und in der Darstellung, aber sie reden über Themen, was eigentlich mehr junge Leute angeht. Sie reden über Orgasmus-Schwierigkeiten oder über sexuelle Probleme und haben äußerst moderne Maschinen, was doch auch auf den Erfinderreichtum der Schwaben hinweist. Manche Hausfrau hat mal Puck und zieht sich an den Midi-Rock. Die Hausfrau geht hart ran, bin er bringt ein Telegramm. Der Briefträger kommt ins Haus. Und die Hausfrau wird zum Tier, und schon an der Wohnungstür. Der Briefträger kommt ins Haus. Denn die Hausfrau hat einen Traum, Erotik hinterm Gummibau. Der Briefträger kommt ins Haus. Ich bin in gewisser Hinsicht verantwortlich für die zwei, ich bin der Manager. Und ich habe schon genügend Ärger damit, wenn die Damen eh nicht das tun, was ich will. Ich schreibe irgendwelche Drehbücher und die kreischen dann was ganz anderes rum und lachen dazwischen. Oder im Studio bei einer Produktion, man nimmt herrliche Heimatlieder auf, wo man gemeinsam zusammen schunkeln könnte. Aber was machen die? Die kreischen rum und brüllen dann, so Most wird warm und so. Und es ist nicht ein Geheimnis, das nicht verraten werden soll. Es ist einfach eine Tatsache, dass ich es gar nicht mehr im Griff habe. Die machen, das ist, die haben eine Eigendynamik gekriegt, die machen, was sie wollen.